Ja, hallo, mein Name ist Thomas Dersthoff. Ich bin Wehrführer von der Feuerwehr Niedernhausen. Wir haben heute hier eine größere Übung mit dem ASB Westhessen und auch der Feuerwehr Niedernhausen und Oberjosbach und der Feuerwehr Idstein. Angenommen ist ein größeres Feuer im H-Plus Hotel. Also, wir haben heute am Samstag, den 21.10., eine gemeinsame Übung mit der Feuerwehr Niedernhausen und anderen Feuerwehren. Und wir sind vom ASB Westhessen mit 6 Rettungswagen und einem NDF hier vor Ort, die hauptsächlich durch Auszubildende besetzt werden und unterstützt werden durch unsere Praxisanleiter aus der Region Wiesbaden, Rheingau-Taunus und Main-Taunus-Kreis. Und ja, wir hoffen, dass wir einen schönen Tag haben, dass wir eine schöne Übung haben, dass die alle Azubis viel mitnehmen werden und natürlich, dass die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, organisatorischen Leiter, Notarzt und, ja, dass es gut läuft und wir ein gutes Fazit danach ziehen können.
Patientin hat eine Verletzung am Unterarm gehabt, also simuliert einen Bruch des Unterarms mit Schmerzen, hat Schmerzmittel bekommen, damit ihr die Schmerzen genommen werden und geht dann zur weiteren Versorgung jetzt mit dem Rettungswagen in die Klinik. Wir hatten heute hier eine Übung gehabt im H-Plus-Hotel. Die Übung war nicht angekündigt für alle Bewohner und auch das Hotelpersonal. Alarmiert wurden wir dann entsprechend nach dem Einsatzstichwort ausgelöste Brandmeldeanlage. Vor Ort eingetroffen hat sich festgestellt, dass es dann ein Brand war in drei Räumen, in einem Flur, der betroffen war. Wir hatten insgesamt 6 verletzte Personen gehabt. Davon ist zu sagen, dass eine Person über die Drehleiter der Feuerwehr Ihnhausen auf der Gebäuderückseite gerettet wurde. Die Drehleiter der Feuerwehr Edstein hat eine weitere Person gerettet und die Angriffstrupps unter Atemschutz über das Treppenhaus von der Feuerwehr Ihnhausen, der Feuerwehr Oberjosbach, haben dann 4 weitere Personen aus dem betroffenen Bereich gezogen. Es waren im Einsatz auch Rettungsmittel des Rhein-Taunus-Kreises, der OLRD, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt, Rettungsdiensteinheiten, sprich Auszubildende im Rettungsdienst mit 6 Rettungswagen und zudem war auch der Einsatzleitwagen Rettungsdienst vom Rheingau-Taunus-Kreis vor Ort. Was natürlich auch zu der Übungsdynamik beigetragen hat, sind die hervorragenden Spieleigenschaften der Verletzten-Darsteller, die wir vor Ort hatten, die auch sehr realistisch geschminkt waren und auch ihre Aufgabe sehr, sehr gut gespielt haben in Form von Schreien oder panisch Verhalten. All diese Sachen haben das Ganze dann nochmal befeuert. Ziel der Übung war gewesen, die feuerwehrtaktische Vorgehensweise zu üben, das Zusammenspiel mit den Feuerwehreinheiten, aber auch natürlich die Rettung Hand in Hand mit dem Rettungsdienst. Das hat nach den ersten Sichtungen auch sehr gut geklappt.